Ja, hey Angelfreunde und herzlich willkommen zu der nächsten OSA-Folge. Heute wieder mit Carsten am Start. Moins. Moin, moin. Carsten, ich freue mich richtig heute. Ich bin auch schon richtig heiß hier. Denn wir haben heute Big Battle Time und heute haben wir einen ganz bestimmten Köder und zwar Teig. Ja. Was meinst du, haben wir eine Chance hier an dem Platz, wo wir uns hier befinden? Ja, die berühmte OSA-Brücke, die wird uns nicht im Stich lassen. Leute, ihr habt's gehört, ne? Also wenn Carsten soweit schon sagt, dann hat er bestimmt schon wieder angetestet. Natürlich. Genau. So, heute angeln wir quasi eine Stunde jeder. Also das heißt, wir müssen ein bisschen was auslosen. Wir werfen gleich eine Münze. Das heißt, wer gewinnt, der darf die erste Stunde angeln. Und wer verliert, der darf die zweite Stunde angeln. Und der andere filmt. Genau so ist es, ne? So Carsten, ich habe alles besorgt. Wir können auch einen Schein werfen, wenn du möchtest. Den Geldschein werfen. Nein, lieber nicht, ne? So, nein, ich habe hier eine 2-Euro-Münze. Ich würde mal sagen, Carsten, schnippst die doch mal in die Luft. Warte. Wer Zahl hat, darf die erste Stunde, würde ich sagen. Okay, Zahl ist die erste Stunde. Genau, Kopf ist die zweite Stunde. Und wer hat welche Zahl? Kopf oder Zahl, du, ne? Der war gut, der war sehr gut. Also. Du musst mir doch noch sagen, ob du Kopf oder Zahl willst. Zahl. Zahl. So, dann darf ich die erste Stunde quasi, ja? Du darfst die erste Stunde angeln. Okay, dann übergebe ich dir jetzt mal die Kamera. So, Freunde, ich habe schon mal gewonnen, herrlich. Na, zumindest die erste Entscheidung. So, dann seht ihr hier schon mal, 3 verschiedene Teigsorten habe ich besorgt. Von Schleinstrecks Futterwelt. Einmal Dark Karamell Teig, das steht auch immer hinten drauf. Dann haben wir hier einmal Frutti di Mare. Und wir haben einmal Old School Vanilleteig. Ja, und mit den 3 Teigsorten versuchen wir heute mal ein paar Fische rauszuzuppeln. Also ich darf ja beginnen, ich habe die erste Stunde. Das heißt, ich werde gleich mal das Handy starten, quasi den Timer. Und dann werden wir das Ganze mal abfilmen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Carsten, was soll ich machen? Welche Teigsorte? Du nimmst den roten. Den roten? Also Frutti di Mare. Gut, dann mache ich das so. Alles klar. So, jetzt noch ein bisschen Futter anmixen und dann geht's gleich los. So, das nennt man immer Arbeitsteilung. Ich habe gerade ein paar Naturaufnahmen gemacht. Carsten hat das Futter angemixt, wirft jetzt 1-2 Bälle mal ins Wasser rein. Für mich natürlich. Carsten, das mache ich nachher, aber auch bei dir, ist klar, ne? Danke. So bin ich. Sehr schön. Dann ist hier alles optimal vorbereitet. Ja, und das Geile ist, Leute, es gibt auch was Schönes zu gewinnen. Nicht für euch, sondern für den Gewinner aus diesem Battle. Das weiß Carsten noch gar nicht. Jetzt schon? Nee, das weißt du noch nicht, Carsten. Ja, ein sehr, sehr geiler Preis, auf alle Fälle. So, die kleine Kugel mal schnell angeködert, geht relativ fix. Haken bleibt natürlich frei. So, so sieht das Ganze aus. So, und das muss der Köder ins Wasser. Genau da, wo die Fische sind. Also, wir können hier alles erwarten. Wieder Plötzen, Adern, Döbel. Wer weiß noch was? Ukeleis. Also, auf geht's. Was denn jetzt schon wieder? Ja, ich habe hier schon was gefangen. So was fällt dir sofort auf, ne? Ja, Christbaum an der Haken. Gut, Carsten, was haben wir vergessen? Stoppuhr. Genau, die Stoppuhr. So. Okay. So, Freunde, jetzt geht's los. Ich drück auf Start. So, Carsten, ich muss weglegen. Ich muss angeln. Gib es an dir. Ja, ich mach das für dich. Sehr gut. Alles klar. So, Leute, die Zeit ist gestartet. Erster Wurf. Hoffentlich erster Fisch gleich. Genial, Leute. Carsten. Ein Wurf in der Plätze. Wahnsinn, sehr gut. So, da seht ihr sie. Den schönen Fisch. Hat doch so einen kleinen Schmiss hinten. Wer weiß, was das war. Kann ein Vogel gewesen sein, kann ein Räuber gewesen sein, keine Ahnung. Kann Carsten gewesen sein, man weiß es nicht. Auf alle Fälle eine kleine Verletzung. So, Fisch Nummer 1. Heute geht es nicht nach Größe, sondern nach Anzahl. Also schnell rein und dann geht's weiter.
Ah, die Kleinen, die machen so Laune. Perfekt. Nummer zwei. So, Freunde. Der Teig funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Also Frutti di Mare kann ich euch schon mal empfehlen. So, was mit den anderen Sorten ist, kann ich euch noch nicht sagen. Aber ich wechsle auch gleich mal. So, ich denke mal, das wird der Carsten nachher dann auch machen. So, Köder wieder rein schnell. Schließlich machen wir die dritte Fischertang, wenn sie das da oben nicht verheddert. Das hast du mit Absicht gemacht, Carsten. Manipulation. Also, Leute, hier wird mit jedem Trick gearbeitet, wirklich. Das wird Absicht gemacht, Carsten, ne? Kann das sein? Ja, du hast doch kurz nicht hingeguckt. Genau. Wertvolle Sekunden verloren. Ist immer noch verheddert. So, Carsten, Nummer 3. Zack, kurz in die Kamera halten. Nächste Plätze, weiter geht's. Nummer 4. Das ist der gleiche wie gerade eben. Nee. Der Kameramann müsste das eigentlich wissen. Carsten, was sagt ihr denn meine Zeit? Die erste Viertelstunde ist geschafft. Chris steht bei 4 Fischen. Mal gucken, was noch so kommt. Aber Viertelstunde, 4 Fische, kriegen wir noch was. So ein geiler Biss und der Kameramann verschläft es, weil er schnell was essen wollte. Tja, so ist es. Aber nichtsdestotrotz, Fisch Nummer 5 heute. Ja, gute 20 Minuten jetzt hinter uns. Ich muss Gas geben. Carsten, also ich kenne Carsten. Carsten fängt bestimmt in jeder Minute einen Fisch. Deswegen, ich muss jetzt echt Gas geben. Zählt er auch? Ja, zählt ja. Gut. Alles Nummer klar. 6. Nummer 6. Schön. Er zählt doppelt, wirst du auch nicht. Achso, über 30 zählt doppelt, ja? Ja. So. Neue Fischart für heute. Endlich mal. So, aber viel wichtiger ist Fischart Nummer 7. So, das geht. Das ist immer noch Fisch Nummer 7. Ach, Mann. Aber viel wichtiger, Fisch Nummer 7. Was bitte? Was hast du gerade gesagt? Soll ich das nochmal sagen? Ja, sag mal nochmal. Tja, man merkt, dass es wärmer wird, es beißt besser. Also ich denke mal, Carsten wird in der zweiten Stunde deutliche Vorteile haben. Du wolltest Nein. Zahl haben. Ja. Glücksspiel. Ah, schade. Schade. Also ich habe festgestellt, wenn ich hier vorne einfach nur runterlasse, beißt es am besten als da draußen, da wo der Schwan jetzt ist. Der da? Ja, der da. Du weißt doch, ein OSA-Video ohne Schwan klappt nicht, oder? Funktioniert nicht. Ich bin dann mal gespannt, wie meine Stunde denn abläuft, weil bei Chris lief es jetzt nur so mittelmäßig, aber doch früher morgen und ich habe immer gesagt, Mensch, wenn es wärmer wird, beißen mehr Fische. Ich bin mal gespannt, wie es denn endet. Wahrscheinlich über Gleichstand oder so. So, nach einer halben Stunde können wir mal den Teig wechseln. Ich fische jetzt mal Dark Karamell. So, oh, sieht richtig schokoladig aus. Richtig gut. Genau, da versuche ich jetzt mal so eine kleine Teigkugel zu formen. Klappt ganz gut. So, mal gucken, ob die Fische darauf Bock haben. Also Frutti di Mare hat ja schon mal ganz gut funktioniert in der halben Stunde. Hätte mir zwar ein bisschen mehr erhofft, aber man steckt halt nicht drin im Angeln, ne? Ihr wisst das selber. Manchmal beißt es, manchmal beißt es nicht. Es gab jetzt auch etliche Phasen, wo es halt nicht gebissen hat. So, mal schauen, wie es jetzt mit dem Teig aussieht. Komm. Ah, Mist. Ach, schade. Aber gutes Zeichen. Gutes Zeichen, Fische sind am Platz. Also ich will jetzt wenigstens insgesamt 15 Fische jetzt fangen. In meiner Stunde. 7 habe ich, 8 fehlen noch. Was meinst du, schaffe ich es noch? Ja, dann weniger Quatsch mehr. Ich bin doch schon dabei. So sieht's aus. Nummer 8. Perfekt, jetzt muss ich aber schnell sein, weil die Zeit rast. Das ist der nächste. Ja, so sieht's aus. Kleiner Kämpfer wieder. Nummer 9. So. Hätte ich gar nicht Kamera anlassen können. Na, hättest du anlassen können, ja. Nummer 10. Und das sieht aus wie eine Rotfeder, Carsten. Das ist wirklich eine Rotfeder. Ich fass es nicht. Weißt du, was das bedeutet? Neue Fischart. Richtig. Die Fischart Nummer 11 in diesem Jahr. Fantastisch. So, eine kleine Rotfeder. Perfekt. Also da freue ich mich natürlich jetzt richtig. So, Fischart Nummer 11 in diesem Jahr. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. Mann. Einer nach dem anderen jetzt.
So, Nummer 11. Ich kann nicht viel reden. Du musst angeln. Schnell ab, weiter geht's. So. Hast du mitgezählt, Carsten? Der 12. Richtig. Wieder eine kleine Plötze. So, mir rennt jetzt die Zeit davon. Ich habe jetzt noch gute 10 Minuten Zeit. 3 Fische möchte ich noch haben. Ich denke mal, ist machbar. Noch 3 Fische, knapp 8 Minuten Zeit. So, jetzt lassen Sie mich nicht im Stich zum Schluss hier. Eine schöne. So, größte Plötze für den heutigen Tag. Ja, da freue ich mich schon. Schöner Fisch. Noch 2, also 13. Ist doch schon wieder einer. Nummer 14. Weiter so, den schaffst du noch. Ich schaffe noch 2, wenn das so weitergeht. Ah, die Zeit rast, Leute, die rast. Es sind bloß noch 6 Minuten Zeit. Einen brauche ich noch. Alles andere ist Bonus. Das gibt's doch nicht. Jawohl, Hammann. Nummer 15. Jawohl. Juhu! Mein Minimalziel erreicht. 15 Fische. Und ich habe immer noch 3-4 Minuten ungefähr Zeit. Ich weiß, Carsten, du kannst dich die Daumen drücken für mich, aber machst du trotzdem? Ja. Sehr gut. Oh, kann man jetzt? Ah, nee, der zählt nicht. Der zählt nicht. Nee, der zählt nicht. Nee, so fair sind wir. Der zählt nicht. Der ist nur neugierig vorbeigeschwommen. Genau. Carsten, mach dir keine Sorgen. Ich sehe schon deine Schweißperlen, deine Angstschweißperlen auf der Stirn. Mit ihm Uhr, die Uhr in der Hand. So, was sagt die Uhrzeit? Ach, 30 Sekunden gleich. 30 Sekunden. Oh, so, hoffentlich jetzt nochmal der 16. Fisch. Ich sag ja. Ja, komm, 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 komm. 2, 1. Die Zeit ist um. Ist sie wirklich rum? Die ist wirklich um. Das möchte ich bitte selber sehen. Du hast recht. Stunde, 18 Sekunden. Die Zeit ist rum. Was soll man dazu sagen? Also, es sind jetzt 15 Fische geworden. Eine neue Fischart, richtig cool. Eine Rotfeder, perfekt. So, ich bin mal gespannt, was Carsten jetzt gleich rausfummelt. Ich nehme jetzt die Kamera in die Hand. Ich bin zufrieden, aber auch nicht ganz. Was jetzt? Der alte Mann. 30 Minuten habe ich jetzt gekniet. Ey, mir tut alles weh. Mir tut alles weh. Guck dir mal meine Hose an. Dreckig wie Sau. Finger sind kalt. Mir tut alles weh. Naja, gut, jetzt habe ich ja Pause. Obwohl, nee, ich muss die Kamera übernehmen. Na gut, stärkst du dich, bevor es losgeht? Der große Kampf naht. Okay. Ja, ist ja nicht mehr lange jetzt. So, wir machen nämlich jetzt 10 Minuten Pause. Genau. Und dann bist du dran. Also, ess mal schnell auf. Was hast du überhaupt da? Zeig mal. Viele feine Sachen drauf. Perfekt. Mit Liebe gemacht. Carsten, ich habe 15 Fische vorgelegt. Heute musst du nachlegen. Ja, jetzt versuche ich. Du hattest 23 getippt. Richtig. Wir versuchen mal 23 zu fangen. Okay, also ich bin echt gespannt, ob du wenigstens die 15 schlägst, aber ich tippe mal, ja. Wir werden sehen, die Fische entscheiden. Richtig. So, du hast auf alle Fälle auch alle 3 Teigsorten ja quasi ja, zur Auswahl. Ich habe jetzt 2 verwendet, eine gar nicht. Also, du kannst alles nehmen, was du möchtest. Ja, ich werde mit den neuen wahrscheinlich gleich anfangen. Gut, tu das, mach das. Du wirst ja sehen, was du davon hast. Carsten, ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg. Ja. Danke. Mach was draus und dann geht's los, würde ich sagen. So, das zeichnet einen richtigen Sportler aus. Er geht gleich an den Futtereimer, mischt schon an wieder. Genau, bald und gleich Futterballen vorbereiten. Reicht dir das denn aus? Ach, das wird schon. Die wollen sie nicht fett füttern, die wollen sie fangen. Genau. So, bei mir war es so gewesen, wir haben jetzt 4, 5 Ballen reingehauen. Das werden wir jetzt natürlich bei Carsten auch so machen. Ja, dann wollen wir mal gucken, was er so rauskitzelt hier. Mal gucken, ob auch eine Rotfeder mit bei ist. Nein. Schade. Die ist mir nur vergönnt. Was ist das? Das ist dein Sitzplatz. Mein Sitzplatz? Ja, nicht, dass du wieder in der Knie hast. Okay, alles klar. Leute, das nenne ich doch mal ein Supersitz. Du denkst wirklich an alles. Ja, Futtereimer, Sitzeimer, alles in einem. Perfekt. So, und jetzt endlich angeln. Na los jetzt, auf geht's. So, na dann Feuer frei.
Wir müssen noch die Uhr starten. Richtig. Tust du mir mal eingefallen? Drück mal auf den Knopf. Jawohl, das ist jetzt dein Startsignal gewesen. Ja? So, dann los. So, auf geht's. So, Freunde, ihr seht's, die Uhr läuft. Jetzt hat Carsten auch eine Stunde Zeit. So, wie ihr seht, ist er schon voll dabei. Herrlich. Herrlich. Nein. So haben wir den ersten. Unfassbar. So, also eine Güster. Das ist eine Güster. Na ja, bitteschön. Ja, gar kein Problem. Mach ich immer so mit dem Versuch. So, da haben wir den ersten Fisch für Carsten. Perfekt. So. Wenn das so weitergeht, Carsten, schaffst du es locker. Weiter geht's, Nummer 1. Leute, ich wollte euch bloß mal sagen, es sind jetzt knapp 3 Minuten um und Carsten hat jetzt bereits den ersten Fisch gefangen. Also ihr könnt euch ja mal ausrechnen, wie lange er jetzt braucht, um meine 15 zu schlagen. Ene, mene, mu und raus bist du. Gut, du schon mal nicht. Ene, mene, mu und raus bist du. Du auch nicht. Ene, mene, mu und raus bist du. So, also den. So, ich hoffe, Carsten, der bringt dir jetzt Glück. Hoch konzentriert bei der Arbeit. Der Teig muss ja halten. Die nächste Güster. Ist doch nicht die Möglichkeit. Sag bloß wieder eine Güster. Wir bleiben bei den Güstern. Gibt's doch nicht. Müsste jetzt Nummer 5 sein, oder? Das ist jetzt Nummer 5, genau. Carsten steuert jetzt so knapp an die 30 Minuten ran. 5 Güster bis jetzt auf der Harmseite. Aber es beißt ja trotzdem, ununterbrochen. Also Carsten, jede Minute jetzt eine Güster, los. So Freunde, wie ihr seht, ist es gar nicht so einfach, jetzt die Fische hier an den Platz zu locken. Wir werfen ja schon ein paar Beinen rein, immer mal wieder. Aber ihr merkt ja, Fische sind da, aber beißen halt nicht, ununterbrochen. Ich muss erstmal kurz ins Windgeschützte gehen, merkt man sofort. Es ist so kalt. Ich zeige euch noch mal meine Hände. Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt 3 Grad hier ungefähr. Carsten ist hier im Hintergrund ganz hart am Angeln. Er hat jetzt eine halbe Stunde hinter sich. Eine halbe Stunde hat er noch. Ja, drückt mal die Daumen. Mir oder ihm, vollkommen egal. Aber auf alle Fälle wollen wir noch ein paar Fische sehen. Ganz wichtig. Carsten, los jetzt. Was ist denn da schon wieder? Schon wieder eine Güster. Das gibt's doch nicht. So, die 6. Aber so schleppend hast du nicht gedacht, ne? Nee, das fing ganz gut an. 4 Fische in Folge und jetzt ist echt zäh geworden. Schon wieder eine. Ich fass es nicht. Carsten, ey. Was ist hier los? Die Uhr zeigt. Ich muss mal hier ganz kurz ein Licht anmachen. So, knapp über 33 Minuten. Naja, dicke. Nein, das sieht nicht nach Güster aus. Ja, das wird eine sein. Meinst du? Ja, das wird eine sein. Alter Scheiter. Na jetzt nichts mehr los hier. Mensch. Die größte für heute. Definitiv. Nummer? Ich glaube 10. Nein. 8. Die Nummer 8? Ach, verdammt. Ich dachte, ich krieg Kinder mit. Nein! Nein, Carsten! Da ist es die Plötze geworden. Ah, nichts mit dem zweiten Gewinn hier. Nummer 9 die Plötze. So, guck mal bitte auf die Uhr.
So, Carstens Wunsch ist mir Befehl. Es sind jetzt knapp 40 Minuten. 20 Minuten habe ich noch. Genau. Da siehst du. So, Nummer 10. Wo ist er? Sehen nicht? Ah, da. So, Teigkaste gewechselt, ne? Gerade erster Wurf mit neuem Teig. So, zeig dir mal kurz. Vanille, wa? Jetzt gibt's wieder Vanille. Perfekt. Carsten, dann würde ich dabei bleiben an deiner Stelle. Ja, wenn der erste Wurf mit Vanille wieder einen Fisch gebracht hat, dann versuche ich jetzt die anderen 5 auch noch mit Vanille zu fangen. Genau sieht's aus. Wenn ich mal Zeit habe. Du hast noch gute 15 Minuten locker. 15 Minuten? Nur noch? Der zählt nicht. Der zählt. Der ist zu klein. Nein, das ist die Nummer 11. So, Freunde, ihr habt es gerade gesehen. Fisch Nummer 11 für Carsten. Er hat jetzt noch 14 Minuten Zeit. Tja, für 4 Fische. Also ich denke mal, das wird er schaffen. Ja, der Wind hat ganz schön stark zugenommen. Jetzt kommen teilweise auch Böen hier. Das hört man wahrscheinlich auf der Kamera. Nochmal sorry dafür. Aber es ist einfach nicht anders möglich. So, Carsten ist jetzt in den letzten Zügen. Aber ich denke mal, wie gesagt, er schafft das schon. Nächste hieß er. Ja, perfekt. Schnell abmachen. Okay, Zeit. Ja. So, Carsten, meine 13. Fisch jetzt. Carsten hat jetzt noch ganz genau. Naja, Carsten, du hast noch 5 Minuten für 2 Fische. Ah, man merkt so richtig, Carsten ist konzentriert. Er will unbedingt. So, noch 1,5 Minuten. Ein Fisch. Einer. Dann hast du ja immer noch gewonnen. Ich brauche echt 2, aber das werde ich nicht mehr schaffen. Und da haben wir. Wir haben Fisch. Fisch? Fisch? Mann, ey, kämpf nicht so doll. Ich habe keine Zeit. Oh. So, ich halte es einfach mal drauf. Zurück. Perfekt. Hinlegen, Hände abtrocknen. So, Fisch Nummer 15, Ausgleich. Noch führe ich mit meinem Rotauge, aber es sind tatsächlich nur noch 30 Sekunden. Der Köder muss ins Wasser, Carsten. Alter. Carsten. 3, 2, 1. So, Köder ist im Wasser. Gut. Hast du noch was Schwein gehabt? Köder ist im Wasser? Ach, verdammt. Also, wenn schade. Das kein Finale war, weiß ich auch nicht. Hey, mit Herzschlag, also ist ja alles. Alter, so aufregend. Ja. So, 15 Fische. 15 Fische ich, 15 Fische du, aber du hast die Rotfeder. Ja! Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank, aber das war wirklich mal richtig geil. Sehr cool. Carsten, ich würde sagen... Also die letzte Minute war die schlimmste in meinem Leben. Das glaube ich dir. Leute, was für ein Finale. Unfassbar. Unfassbar. Ich kann es kaum glauben. Ich auch nicht. Trink erstmal ihn. Krass, also damit hätte ich niemals mitgerechnet. Also mein Tipp war ja für Carsten 23, hat er ja auch gesagt. So, es sind 15 geworden, aber da sieht man mal wieder... dass die Fische nicht immer wollen. Die sind zwar am Platz, aber die wollen halt nicht immer. Carsten, wir haben alles gegeben. War geil, wirklich. 1 Stunde 15 Fische. Ist auch schon gut. Definitiv. So, ich bin komplett durchgefroren. Ich habe zwar viel an, aber Leute, ihr glaubt gar nicht, wie der Wind hier pfeift. So, Freunde, unser Angeltag ist jetzt vorbei. Ich habe ganz, ganz knapp gewonnen. War wirklich geil, Carsten, wirklich. Mit einer Fischart gewonnen. So ist es, genau. So, ich wollte dir eigentlich den Gewinn übergeben, aber na gut, jetzt habe ich ihn. Ich darf alle 3 Dosen, die wir jetzt angefangen haben, darf ich behalten. Alle 3 Dosen? Herrlich. Mega, sehr gut. Nein, da machen wir natürlich noch mal ein paar schöne Angeltage draus. Jetzt steht ja der 1.4. kurz bevor. Wenn ihr das Video jetzt seht, die Raubfischschonzeit ist vorbei, zumindest für den Hecht. Endlich. Und das lockt. Das kannst du laut sagen. Genau, wir haben mega Bock drauf. Also es kommen so viele Missionen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Raubfisch, Meeresfisch, Friedfisch. Also, wir gehen in die Vollen. Großes vor. So ist es. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Angeln mit dem Motorspringer. Bis dahin sagen wir Petri, ciao und macht's gut.